Hallo und herzlich willkommen zu Aufnahme, Clips und Tipps. In diesem Format bekommt ihr kleine Einsteigertipps für Medieval Dynasty und in der heutigen Runde beschäftigen wir uns mit der Hacke. Und zwar könnt ihr diese herstellen. Ihr ruft über Q das Menü auf, geht auf Craften, geht auf die rechte Seite und dort steht hölzerne Hacke. Dafür benötigen wir ein Rundholz und 10 Stöcke. Wir nehmen die Steinaxt und fällen diesen Baum. Und über diesen Baum bekommen wir dann die Rundhölzer, aber das wisst ihr ja sicher. Ansonsten, wenn ihr das nicht wisst, was ihr noch für kleine Tipps haben wollt, schaut euch doch meine anderen Videos an. Dort erkläre ich Schritt für Schritt, was ihr benötigt, um das, ach, ist euch hier draufgefallen, um das jeweilige Werkzeug herzustellen. So, jetzt haben wir unser Rundholz. Nehmen das. Haben jetzt wie viele Stöcke? Durch das Baumfällen haben wir 7 Stöcke bekommen. Und schauen jetzt hier auf den Boden. Oder aber ihr nehmt hier Fichtenzweige. Drückt E. Jetzt haben wir genau 3 bekommen. Glück gehabt. Und jetzt können wir praktisch über Q auf Craften, auf hölzerne Hacke. Und dann stellt ihr die her. Mit der Hacke könnt ihr dann später die Felder freimachen. Und zwar nehmt ihr erstmal die Hacke auf die Leiste unten über das Nummernfeld. Jetzt haben wir sie auf die 4 gelegt. Wählt sie aus. Das sieht man so mal kurz. Und mit der könnt ihr dann, wenn ihr Felder anlegt, praktisch das dann frei hacken. Wie man Felder anlegt, zeige ich euch in einem anderen Video. Wenn euch mein Format gefällt, lasst doch ein Abo da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.